Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Andrea von Stempener Malt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir soll es heute nochmal wieder um eine Schokoladenverpackung gehen. Und zwar habe ich ein Geburtstagsgeschenk fertig gemacht und verschicke ein Paket und da soll diese verpackte Tafel Schokolade rein. Und zwar habe ich mich von den Farben direkt auch an die Tafel orientiert. Und man soll ja immer das verschenken, was man auch gerne selber essen mag. Und von daher versteckt sich da so eine mega leckere Tafel Schokolade. Und es passt von den Farben einfach so super dazu. Und ich habe hier in Espresso gearbeitet. Von Stampin' Up habe ich den Karton genommen. Und es ist eine Rahmenverpackung geworden. Und ich finde, das ist schon, ja, das sieht schon ein bisschen edel aus. Und man kriegt sie gut raus. Saugend, schmatzend. Und ich möchte heute mit euch zusammen diese Verpackung basteln. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt einfach da dran und wir fangen einfach an. Als erstes brauchen wir den Karton. In meinem Fall ist es Espresso. Und ich kann euch einmal zeigen, ich mache mir ja immer so eine erste Vorlage, die dann gründlich in die Hose gegangen ist, weil ich mich verschnitten habe. So sieht dann mal so ein erstes Exemplar aus. Und das kann man ja eigentlich irgendwo nirgendwo abheften. Zumindest finde ich das immer blöd, das irgendwo noch aufzubewahren. Und ich mache mir mittlerweile Anleitungen von meinen Arbeiten und hinterlege die dann bei mir ist es jetzt zum Beispiel Samsung Notes und mache mir da eine Anleitung mit Bildern eingefügt und genau die Maße, sodass ich da immer drauf zugreifen kann. Und das habe ich eben auf Handy und auf Tablet immer jederzeit zugriffsbereit. Und so mache ich meine Anleitung gerne festhalten und kann da jederzeit drauf zugreifen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir brauchen Farbkarton in den Maßen 21 x 27,7. Wir kümmern uns als erstes um die Rahmenverpackung, also um das Unterteil. 21 cm hat unser Karton sowieso und 27,7. 6, 7. So. Und schneiden einmal. Das braucht ihr nicht wegschmeißen, das könnt ihr ja später noch nutzen. Und dann fangen wir an zu falzen. Wir müssen rundherum falzen. Es sind ja recht viele Falze, damit das nachher so aussieht. Wir falzen jede Seite bei einem Zentimeter. Ich fange jetzt mal bei der kurzen Seite hier auf der rechten Seite an. Bei einem Zentimeter. Dann schieben wir weiter auf 2,8. Na, ist mein Licht schon nicht mehr gut? Ich hoffe. 2,8. Dann drehe ich das Ganze. Ich kann den mal einklappen, den brauchen wir nicht. Dann gehen wir weiter auf 3,8. Und 5,6. Und das machen wir an allen Seiten. Ich mache die zweite Seite noch mit euch zusammen. Einem Zentimeter. Bei 2,8 bei 3,8 und bei 5,6. Und die anderen beiden Seiten mache ich eben außerhalb der Kamera, aber das sieht dann, ich gucke mal, ob ich das Licht anmache, dann sieht, macht es das jetzt besser? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich lasse es mal an. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die beiden anderen Seiten fertig habe. So, ich habe auch nochmal Licht zugeschaltet. Ich hoffe, dass man es etwas besser sehen kann. So müsste das jetzt aussehen mit ziemlich vielen Falzen. Vielleicht kann man es von der Seite noch ein bisschen besser sehen. Wir müssen aber zusätzlich noch Falze setzen. Und zwar nehmen wir uns die lange Seite und dann haben wir hier unsere 1, 2, 3, 4 und dann müssen wir hier noch eine Falz über die ersten zwei Felder setzen, damit wir das Ganze nachher so zuschneiden können.
Wir legen also die lange Seite an und waren ja als letztes bei 5,6. Da ist unsere vierte Falz. Und dann schieben wir weiter auf 6,6. Und dann setzen wir uns über... Oh, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ich gehe jetzt, weil ich meine... Moment, ich schiebe das mal ein Stückchen hoch. Ich muss es auf beiden langen Seiten machen. Also da meine Falzklinge gerade hier ist, gehe ich hier einmal bis zur zweiten Falz. Nehme mir dann die Falzklinge mit hoch. Und auch da bis zur zweiten Falz. Nicht ganz bisschen drüber, aber das sieht man nachher nicht mehr, so dass ich hier noch eine Falz zusätzlich habe. Da sieht man sie jetzt. Und ich habe jetzt leider auf der Seite, wo eigentlich der Berg ist und nicht das Tal ist, aber das ist egal. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite und setzen da noch über die ersten zwei Felder eine kleine Falz. Die letzte Falz war auf 5,6 und wir schieben weiter bis zu 6,6. Und bis zur zweiten Falz. Und von unten das gleiche bis zur zweiten Falz. So sieht es dann aus. Da ist unsere zusätzliche Falzlinie über die ersten zwei. Und damit sind wir hier beim Falzen auch schon fertig. Und dann brauchen wir eine schöne Schere und dann fangen wir an zuzuschneiden. Und zwar so wie das hier mit meiner etwas schmierhaften Vorlage ist. Ich schneide ja immer gerne auf der Bergseite. Und zwar haben wir hier unsere ganzen Falze. Ich gucke mal, ob er wieder scharf stellt damit. 1, 2, 3, 4. Dann kommt der lange Abschnitt. 1, 2, 3, 4. Wir müssen nach der vierten Falz drei Felder runterschneiden und schneiden diese Ecke schon mal raus. Die brauchen wir nicht. Und das gleiche machen wir auch auf der rechten Seite, sodass nur dieser lange Steg in der Mitte da stehen bleibt. So sieht die Seite dann schon mal aus. Und dann haben wir hier, kann man es erkennen? Feld 1, 2, 3. Das kann hier raus. Dann kommt das hier raus und wir schneiden hier einmal durch. Und das wird unsere zusätzliche Klebelasche, die das Ganze noch etwas stabilisiert. Das können wir uns ein bisschen einkürzen. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt haben wir unsere zusätzliche Falz bei den zwei Feldern. Die schneiden wir runter bis zu dem zweiten und dann schneiden wir hier einmal schräg rüber. Und dann sieht diese Ecke so aus. Machen wir hier auf der Seite auch noch zusammen. Hier wieder die Klebelasche. Hier kommen diese drei Felder raus. Wir können runterschneiden bis da. Da wird die Klebelasche. Hier ist der zusätzliche Falz über die ersten zwei Felder und schräg rüber beim dritten Feld und es sieht so aus. Und somit wäre unsere erste Seite schon fertig. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der Seite. Und da das ja doch ein etwas komplizierteres Teil ist, jemand, der das schon häufiger gemacht hat, spult einfach vor und wer es gerne noch verfolgen möchte, der macht einfach weiter mit. Wieder die ersten drei Falze, quer rüber, Klebelasche und die drei runter und das kleine Feld schräg anschneiden. Dann haben wir hier wieder unsere zwei zusätzlichen Falze, gehen darüber und wir haben wieder eine Seite fertig. Und die letzte Seite. So, und noch die beiden
Felder, die wir zusätzlich bei einem Zentimeter gefalzt haben, und wieder schräg rüber zum nächsten. Und somit sind wir fertig mit unserer ganzen Falz. So, das kommt jetzt einmal in Müll. Normalerweise tue ich das alles am Fußboden, aber ich habe gerade erst alles einmal gefegt. Dachte, jetzt bin ich mal ordentlich. Und dann können wir alles nachfalzen. Dann nehmt ihr euch am besten auch ein Falzbein mit zu. Einmal alles scharf nachfalzen. Und die letzte Seite. So sieht unser Päckchen jetzt aus. Und jetzt können wir nämlich unseren Rahmen gestalten, indem wir diesen Rahmen aufdrehen und ihn dann so festkleben. So würde das Ganze dann aussehen. Und dafür bringe ich hier, ich mache es mit Flüssigkleber. Könnt ihr auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Aber dann kann man halt nicht mehr nachrücken. Von daher arbeite ich manchmal ein bisschen lieber mit Flüssigkleber. Und dann drücke ich das Ganze hier bis an die Falz und sehe zu, dass das parallel ist. Runter. Und dann halte ich das auch im Moment, weil ich möchte ja, dass meine Schokoladentafel da nachher gut reinkommt. Dann kann ich mir auch nochmal einen Stift nehmen und kann das Ganze von innen ein bisschen festdrücken. Da komme ich ja mit den Fingern nicht mehr rein. Ja. Das sieht ganz ordentlich aus. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das wäre meine erste Seite. Das machen wir auf der Seite hier auch. Ja. Halte ich noch einen Moment. Und da auch wieder Kleber. Und auch wieder aufrollen das Ganze. Und bis an die Falz drücken, die untere Klebelasche. Und wieder schön festdrücken. Dann gehe ich wieder mit meinem Stift dazu. Und halte das einen Moment. So, das sind die Seitenteile, die kurzen. Und dann nehme ich diese Klebelasche gerne mit, weil die gibt mir nachher ein bisschen mehr Stabilität und kann dann das Ganze ebenfalls dagegen rollen. Und wenn ich das dann festgeklebt habe, sieht das nachher so aus. Und dann hätte man ja eine schöne Rahmenkarte, kann man auch gut als Bilderrahmen nehmen. Wenn man die Schokolade raus hat, könnte man auch zusätzlich irgendwie schon direkt ein Band hinten mit anbringen und vielleicht schon den Schnappschuss mit reinlegen vom letzten Mädelsabend oder Familienfoto, sodass man das Ding dann auch theoretisch an die Wand hängen kann oder aufstellen kann. Und ich mache mir hier auf meine beiden Klebelaschen auch ein bisschen Kleber. Und dann rolle ich auch das schön stramm ein. Was ich vergessen habe, das habe ich bei meiner ersten Verpackung. Hier auf die Ecken würde ich gerne ein bisschen Kleber machen, damit das Ganze nämlich dann auch auf der Ecke hier gut hält. Und wenn ihr dann noch zuseht, dass ihr da richtig schön das zusammenhaltet, habe ich ein bisschen viel Kleber genommen. Aber mir ist jetzt wichtig, dass das da gut hält. Und dann muss ich das einen Moment festhalten, bis das schön hält. Eine Verpackung, die ich sehr, sehr gerne mache. Und ich habe sowas auch schon mal verfilmt, meine ich, mit viel größer und Kinderschokolade drin. Einzelne Riegel. So.
So, und hier macht es eben auch Sinn, so zu halten, bis das Ganze richtig angezogen ist, damit euch das nicht wieder auseinandergeht, weil dann habt ihr hier nämlich auch schöne Übergänge. Und das finde ich ist doch bei so einer Verpackung was wert, wenn man da auch schöne Übergänge hat. Und dann hier auf den Ecken jeweils ein Punkt. Und dann dreht ihr das Ganze wieder schön ein. Bisschen Kleber an den Fingern. Das ist jetzt nicht ganz optimal. So, und auch da wieder einen Moment halten. Das kann ich eben außerhalb der Kamera machen und wir sehen uns gleich wieder. So. Alles ganz gut angezogen. Jetzt können wir einmal probieren. Ich habe dir auch noch in Dunkel die Tafelschokolade und passt auch wieder saugend schmatzend da rein. Kann da gleich drin bleiben. Und wir kümmern uns noch um die Banderole. Um Kleinkram, Deko kümmern wir uns dann danach, wenn wir die Banderole fertig haben. Für die Banderole brauchen wir ein Stück in den Maßen 16,7 mal 24,8. So, 24,8 hatte ich gesagt. Mal 16,7. Und wir müssen falzen. Die lange Seite falzen wir bei einem Zentimeter, das ist unsere Klebelasche. Dann bei 2,9. Ich gebe an den Seiten und auch oben und unten jeweils immer so 1 Millimeter dazu, damit sich das Ganze nachher schön um die Verpackung legt. Dann schieben wir weiter zu 12,9. Und 14,8. Nein, da ist was falsch. Habe ich doch eine vergessen. Irgendwas stimmt da jetzt gar nicht. Muss ich einmal kurz überlegen. Doch, natürlich ist alles richtig. 14,8. Ich war gerade einen kleinen Denkfehler da drin. Gut, und 14,8. Und somit haben wir unsere Banderole auch fertig. Die können wir durchfalzen. Und dann ergibt das einen schönen Schuber für unsere Verpackung. Und damit das Ganze halt immer gut passt, gebe ich immer gerne 1 Millimeter an den jeweiligen Flächen zu. Und jetzt verkleben wir das. Und auch da nehme ich Flüssigkleber. Viel da auf der Kante. Und kann das theoretisch einfach so zusammensetzen. So, und damit wäre unser Einschuber fertig. Jetzt sehe ich zu, dass die Seite, wo man kaum was sieht, nach unten kommt mit der Klebelasche und kann das Ganze schon einschieben. Und ich habe auch meistens das Maß um einen bis maximal 2 Millimeter verlängert. Weil manchmal verbiegt sich das ja doch ein bisschen. Und dann mag ich es lieber,
wenn die genau abschließt, beziehungsweise ein bisschen bott ist, als dass das Ganze, als wenn die Verpackung immer so ein Müh rausguckt, dann habe ich es so ein bisschen lieber. So, das wäre schon alles. Und wer noch wissen möchte, wie ich es verziert habe, ich habe mich halt voll an die Farben der Schokolade orientiert und bin im Gold und hier in dem Fall mit Vanille pur und habe auch in Gold embossed. Dann machen wir auch das noch eben zusammen. Dafür habe ich mir Gold zurechtgeschnitten. Das können auch etwas schmalere Streifen sein, aber ich hatte noch so ein Reststück. Und nehme mir eine Bordüre, die ich unheimlich gerne benutze. Ist eigentlich meine Lieblingsbordüre aus einem ganz alten Stanzenset. Herzlich bestickt. Und da ist diese zauberhafte Stickbordüre drauf. Und die nehme ich ganz viel. Und das mache ich jetzt auch. Und da wir ja, da die Bordüre nicht so lang ist, wie unsere Pappe sein muss, müssen wir das Ganze ein bisschen verlängern. Das können wir jetzt aber auch einmal zusammen machen, auch wenn der Tisch immer ein bisschen wackelt dabei. Ich hole aber mal die Stanzmaschine. Huch, die Platte muss bleiben. Und dafür lege ich mir das da drauf. Warte mal, vielleicht müssen wir es schräg machen, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. So, und ich lege mir meine Bordüre so hin, wie ich es gerne hätte. Ich habe zwar eine Magnetplatte drunter, aber bei so schmalen Teilen kann es schon mal sein, dass das ein bisschen verrutscht. Daher fixiere ich mir das jetzt ein bisschen, damit es auch wirklich gut wird. Wobei es eigentlich auch egal wäre, weil die Bordüre verschwindet ja doch, also ein Großteil verschwindet hinter meinem Aufleger. Es wäre also auch nicht schlimm, wenn das etwas schief wäre. So, und dann nudeln wir das einmal durch. So, der erste Streich ist getan. Jetzt muss ich das Ganze noch verlängern um ein Stückchen. Die meisten haben das wahrscheinlich schon öfter gemacht. Aber wir legen halt unsere Bordüre da wieder drauf, die wir gerne hätten. Und legen die Stanzschablone so an, dass sie so ein bisschen in das Muster einrastet. Jetzt habe ich gemerkt, da ist sie so ein bisschen reingehakt. Und dann kann ich sie mir da drauflegen, ein bisschen festkleben. Und nochmal nicht ganz durchnudeln, sondern nur ein kleines Stückchen. Und so habe ich mir dann meine Schablone, ohne dass man es sieht, beliebig verlängert. So, mit der anderen Seite mache ich das auch, aber außerhalb der Kamera. So, meine beiden Teile sind soweit fertig. Wir kümmern uns um den weißen Aufleger bzw. Grundweiß, habe ich genommen. Ne, Vanille pur, das war's. Ich habe mir ein Stück zurechtgeschnitten in den Maßen 6,5. Und hier habe ich ein bisschen länger genommen als die Verpackung, weil ich gerne prägen möchte. Und beim Prägen zieht sich das Papier ja gerne ein bisschen zusammen. Und ich nehme einen meiner Lieblingsprägeformen im Moment, antikes Papier. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Aber den nutze ich zurzeit ganz viel. Und die Problematik, ich bekomme ihn natürlich nicht mit einmal rein. Also muss ich in zwei Etappen prägen. Leg mir den hier ungefähr so auf die Mitte. Und dann holen wir nochmal wieder die Stanzmaschine. So, das gute alte Sandwich. Einmal zur Hälfte und dann lege ich mir meine Platte auch nur ungefähr bis da und nicht viel weiter, so dass ich da nicht irgendwie so einen großen Cut drin habe. So, und dann, okay, das muss ein bisschen anders, da brauche ich beide.
Du aber, hoffe ich zumindest. Das wackelt jetzt ganz heftig. Das ist der Nachteil an meinem Rollschreibtisch. So, jetzt habe ich die erste Seite geprägt, ohne da jetzt einen großen Cut zu haben. Jetzt mache ich das mit der anderen Seite genauso. Lege den hier wieder so ungefähr bis dahin ein. Drauf. Und die Platte wieder nur so bis zum Ende. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn man da ein bisschen sieht, macht das nichts, weil da kommt eh noch das Etikett drüber. Die Seite würde ich auch nehmen, die mag ich noch lieber leiden. Die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Brauchen wir doch noch. Aber dann hole ich sie mir nochmal wieder. Jetzt ist das Ganze natürlich ein Ticken zu lang. Jetzt kann ich es mir aber einmal ausmessen. Und zwar brauche ich ein Stückchen in den im Maß 16,5. Kriegen wir hin. Und dann nehme ich ein bisschen mehr und kürze mir das. Und dann müsste das eigentlich klappen. Das sieht gut aus. Die sind mir ein bisschen zu breit. Ich habe zwei davon und die würden dann überlappen. Von daher kürze ich mir die ein und kann dann das nochmal bei einem anderen Projekt nutzen. Leg mir die hier irgendwie so bei gut 3 an. So. Und damit kann ich noch was anderes machen. Und jetzt habe ich auf die Rückseite mir Dimensionals aufgebracht. Die Seite ist auch ganz hübsch, aber ich mag die lieber. Und in dem Fall habe ich nicht die ganz hohen. Ich arbeite ja auch immer ganz gerne mit 1 mm Pads. Nehme davon einfach ein bisschen mehr. Kann die auch gleich an der anderen Seite mit anbringen. Und dann kümmern wir uns gleich noch um das Etikett. Das habe ich embossed. Um dem Ganzen weiterhin diesen edlen Touch zu geben. Wer so keine Bordüre hat, die ja ausstanzen kann, der nimmt einfach eine Wellenkantenschere oder sowas. Da kann man ja auch richtig hübsche Sachen mitmachen, zickzack. Oder lässt es einfach gerade, das geht ja auch gut. Und jetzt gehe ich mit meiner Bordüre, mit meinem Aufleger, so ein bisschen über diesen Strich hier rüber, damit man den Stitchedrahmen da noch gut sieht. Auch mein Gold ist ein bisschen zu lang, aber das kann ich mir gleich abschneiden. Da hatte ich eben gar nicht mehr nachgemessen, aber das ist nicht dramatisch. So, andere Seite genauso. So sieht das gut aus. Doch schon so ein bisschen was Edles an sich, ne? Und da gehe ich jetzt einfach mit der Schere längs und schnippel das ab. Hier kann ich auch noch ein kleines Stückchen wegnehmen. Und schon ist es gut. Und das wäre schon unser Aufleger. Und jetzt kümmern wir uns noch um das. Und da habe ich auch ein älteres Stanzenset, aber ich nutze sowas ja immer gerne.
Etiketten mit Stiel. Da gibt es jetzt auch eine neuere Variante, irgendwie sowas ähnliches. Aber ich bleibe auch gerne ab und zu einfach bei den alten Sachen. Und da stanze ich mir einmal das für den Hintergrund aus. Das mache ich eben außerhalb der Kamera. So, das haben wir schon mal. Und dann habe ich aus dem gleichen Stanzformen-Set das genommen. Aber guckt, was ihr habt. Da geht auch ganz viel anderes. Man kann es auch einfach mit dem mit der Schneidemaschine sich ein Etikett zuschneiden oder ein Fähnchen drauf oder Kreis. Da gibt es bestimmt ganz viel. Und jetzt brauchen wir Vanille pur und ein bisschen was zum Essen. Ein bisschen die Statik aus dem Papier nehmen. Der Spruch ist auch aus einem alten Stempelset, alles was Freude macht. Mit diesen Grüßen möchte ich dir den Tag versüßen. Ich mag den Spruch unheimlich gerne. Und ich finde, es gibt so tolle alte Stempelsets, zu denen ich immer wieder greife. Mit so schönen Sprüchen drin. Das Versamark Stempelkissen. Dann gehe ich hier einfach drauf. Hoppla. Ich hatte hier eben auch einen Löffel, der ist jetzt futsch. Ja. Und dann einfach noch das Goldpuder da drauf. So sieht es aus und ich gehe das eben einbrennen und wir sehen uns gleich wieder. So, embossed habe ich es und auch gleich ausgestanzt. Ganz wichtig nach dem Embossen, einen Moment antrocknen lassen. Ich bin da auch mal direkt rüber und konnte es direkt nochmal machen. Einen Moment braucht das Eingebrannte, um abzukühlen und auszuhärten. Jetzt haben wir unser Etikett und können das Ganze zusammenfügen mit unserer fertigen Tafel. Dazu mache ich mir da auch kleine Dimensionals drauf. Damit mir das Ganze nicht zu hoch kommt, bleibe ich bei meinen 1 mm Pads. Aber da muss ich gleich mal gucken, habe ich davon noch mehr hier? Ja. So, und dann suche ich mir die Mitte, ungefähr. Könnte hinhauen. Kann man natürlich auch ausmessen, aber ich mache es jetzt ein bisschen Pi mal Daumen. Wer möchte, macht noch ein Schleifenband irgendwie drunter. Aber mir hat das tatsächlich so gereicht. Und dann werde ich das auch noch befestigen. Huch, da waren doch noch zwei. Meine kleinen Klebekissen hier. Einmal ein, weiß gar nicht, sind die 05? Wahrscheinlich, ne? Ja, 05 mal 05. Und 1 mm hoch sind von Raya. Die kaufe ich mir in meinem örtlichen Bastelladen ein Dörfchen weiter. Da kaufe ich mir gerne meine Klebe und auch ganz viel Dimensionals. Ich benutze auch die von Stampin' Up gerne, aber häufig möchte ich nicht ganz so doll auftragen. Und dann nehme ich lieber 1 mm Pads als 2. Da ist noch eine. Und dann kann der da auch noch drauf, irgendwie mittig. Könnte hinhauen. Das Ganze können wir natürlich auch schon mal darauf befestigen. Und das mache ich mit Flüssigkleber in dem Fall. Da könnte man jetzt theoretisch auch doppelseitiges Klebeband nehmen, dann ist es schnell fest. Aber Flüssigkleber tut es auch sehr gut. Andrücken. Dafür kann man das auch noch mal rausnehmen und da mit den Fingern reingehen und auch noch mal richtig rein. Und dann habe ich noch kleine Pailletten aufgesetzt. Da habe ich so kleine
Ich weiß nicht, wo ich die mal her habe. Ob das jetzt Action war oder Woolworths oder Teddy. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und das sind nicht die runden, das sind die sechseckigen. Ich hole mir nochmal eben die runden. Einmal schauen, das war mal so ein Gesamtpaket. Habe ich mir mal in Gold und Silber gekauft. Für Goldhochzeit und Silberhochzeit. Finde ich, kann man das super benutzen. Und mit den Silbernen habe ich dann auch schon mal eine Schüttelkarte gemacht. Sterne sind dabei, Herzen, noch kleinere und die Sechsecke und ein bisschen Glitterkram und so Fissel. Aber für Schüttelkarten und für sowas finde ich total gut. Und dafür habe ich mir tatsächlich den Aufhebhelfer und letztes Mal habe ich hier nämlich fröhliches Palettensammeln gespielt, was ich auch nicht so toll fand. Ich habe mir hier mal so eine Schüssel hingestellt dafür. Und dann nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber und mache mir überall so ein paar Tröpfchen, wo ich was hinhaben möchte. Ganz kleine Tröpfchen. Immer so ein paar auf einmal, weil mein Kleber recht schnell antrocknet. Dann nehme ich mir den Aufhebhelfer von Stampin' Up, den ich liebe. Und damit bringe ich die dann einfach auf und lasse sie in Ruhe antrocknen. Und dann guckt ihr, was und wie viel ihr wo haben wollt. So, gucken. Das war ein bisschen viel Klebe. In der Kamera sind wir ja. Nicht, dass ich so außerhalb der Kamera vor mich hin arbeite und ihr sagt, okay, Moment mal. Aber so, ich glaube, das reicht mir schon. Und dann kann ich das nachher einfach zurückkippen, glaube ich. Das geht besser, als sie alle einzeln einzusammeln. Halt, eine Sache vergessen. Bei dem hier habe ich über die Ecken noch so goldene Elemente gesetzt. Das können wir bei dem anderen eigentlich auch machen. Da habe ich mir aus Gold einmal 1 cm kleine Quadrate geschnitten. Ich meine, das waren einmal 1 cm. Nicht größer, oder? War das größer? Nein, es war sogar größer. 1,9 mal 1,9. Das machen wir mal. Schneide ich mir eben zwei kleine Quadrate. Ich hoffe, dass es jetzt so gut klappt. Und dann habe ich mir eine große Schere genommen. Könnt ihr auch mit dem Schneidebrett machen, aber ich finde, das geht mit der Schere gar so gut. Die einfach nur in der Mitte einmal durchschneiden. Und dann habe ich mir die so über die Ecke gesetzt. Das habe ich mit Flüssigkleber gemacht und auch da wieder gut angedrückt, damit das nicht immer über die Ecke dann unter der Verpackung, also unter dieser Banderole rausdrückt und das da verkantet. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen, nochmal so einen edlen Touch. So, und die letzte. Und damit war es dann das jetzt. Die lasse ich noch einen Moment anziehen, bevor ich sie jetzt da reindrücke. Aber so könnt ihr das nochmal als Ganzes sehen. Ich hoffe, dass euch meine Idee gefallen hat und ihr vielleicht Lust habt, sie auch nachzubasteln. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und jetzt habt noch eine schöne Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal wiedersehen.